Die FFH-Reporter für Mittelhessen. Ein Stück Heimat mitbringen, das wollte die Tirolerin Gabi Pock, als sie nach Polheim kam. Auf ihre geliebten Knödel kann sie nämlich nicht verzichten. Kurzerhand eröffnete sie mit ihrer Freundin Julia Schubert die Tiroler Knödelkistel, einen Foodtruck. Damit fahren die beiden durch Hessen und sind sehr erfolgreich, obwohl es keinen Handkäse im Angebot gibt. Sie bieten 3 verschiedene Knödelsorten an, Käse, Speck und Bärlauch. Wer es lieber süß mag, greift zum Kaiserschmarrn. Gabi Pock erzählt am FFH-Mikro, warum die Knödelkistel so gut ankommt. Auf jeder Ecke gibt es ja schon Curry und Pommes. Und die Leute sind jetzt mehr so auf den Trend, was Neues zu probieren. Klar, wenn man bei uns schon vorbeigeht, dann riecht man schon den Kaiserschmarrn zum Beispiel und es lockt einfach. Die Leute essen die Knödel und kommen dann wieder. Currywurst bringt deinen Gaumen nicht zum Jodeln. Unsere Knödel und der Kaiserschmarrn, die bringen dich zum Jodeln. Wer die Tiroler Spezialitäten testen möchte, kann die Knödelkistel etwa am kommenden Wochenende in Bad Orb besuchen. Da stehen die Damen mit ihrem Foodtruck im Kurpark. Judith Kolb, Polheim.